Und jetzt willkommen zurück zu The Witcher, wo wir in der letzten Folge mit jede Menge wichtigen Leuten geredet haben. Und jetzt aber zurück nach Alt-Visima aufbrechen, um der armen Adda zu helfen, die schon wieder unter ihrem Striegenfluch leidet, seltsamerweise. Ja? Ich möchte nach Visima zurückkehren. Seid ihr bereit, Herr? Bin ich. Wie erwähnt, habe ich nochmal gegen Voltest gespielt und gewonnen. Außerdem habe ich die Möglichkeit wahrgenommen, zumindest schon mal so ein paar Tränke und andere Dinge herzustellen. Dass wir hoffentlich jetzt erstmal gut gerüstet sind und nicht ständig ausruhen müssen, sobald wir auf ernste Opposition treffen. So, wo wir gerade bei dem Thema ernste Opposition sind. Ich habe noch 12-mal Diamantenstaub. Ich glaube, ich werde erstmal anfangen, mir mein Schwert damit zu verbessern. So. Wenn wir jetzt nicht unsere wertvollen Gegenstände einsetzen, wann sonst? Ne? Wieder. Ein Geschenk der Götter. Shani hat uns von euch erzählt. Wir haben uns im Krankenhaus des heiligen Majoran im Tempelbezirk von Visima getroffen. Habt ihr Shani gesehen? Ich habe gehört, sie hat ein Feldlazarett eingerichtet. Wir wollten dorthin. Aber wegen der Kämpfe schaffen wir das nicht allein. Ritter des Ordens und Skoyatel kämpfen auf jeder Straße, auf jedem Platz. Ihre Regel lautet, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ein Glück, dass ich mich nicht in den Krieg habe hineinziehen lassen. Hilft ihr uns, das Krankenhaus zu erreichen? Bleibt dicht bei mir. Ich werde versuchen, den Kämpfen auszuweichen. Ich dachte eigentlich, wäre es ein besserer Plan, die bleiben hier, wo sie sind. Und ich mache erstmal den Weg frei. Nasenkampf. Dass wir den Kämpfen jetzt hier ganz ausweichen können, halte ich für eine schwierige Idee. Unser Kommandeur hat uns verboten, für eine Seite in den Kampf zu ziehen. Verstehe. War noch ein Weg, waren auch Kämpfe, von daher. Wann geht's hier? Seltsameres als diese Missgeburt habe ich noch nie gesehen. Dann gibt es auch immer noch Leute, die hier nicht angegriffen werden. Interessant. Ja.
den alle mal her, ey. Ich bin doch schon hier, Mann. Bleibt stehen, wo ihr seid. Ey, jetzt ist auch mal gut hier. Wir können handeln, aber lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Abrunde des passionierten Würfelspielers. Man muss es klar und deutlich sagen, die Ordnung, die nach dem Krieg mit Nilfgaard etabliert wurde, ist keine Ordnung. Es ist ein Chaos. Noch immer zittern Könige vor der Macht der Schwarzbanden, während Nilfgaard nach wie vor den Norden bedroht. Hauptmann und Spione wirken im Schatten und ziehen die Fäden. Ungeheuer machen die Straßen sicher, während Soldaten tun und lassen, was sie wollen, und das einfache Volk unterdrücken. Ein Chaos, sage ich. Bei allen Gefahren kommen zwei besondere Besoldungen zu. Die erste Gefahr stellen die Anderlinge dar, die nur oberflächlich integriert sind. Nilfgaard weckt die Hoffnung auf Wiedergeburt in den Elfen, gab ihnen Schwerter in die Hände und Parolen, die sie nachplappern. Lange Anderlinge auf Erden wandeln, kann es keinen Frieden geben. Zweite Gefahr bilden die neuen religiösen Bewegungen. Vor wenigen Jahren noch lachte man über den Kult des ewigen Feuers. Wie kann man nur Feuer anbeten? Renegade spotteten, vielleicht sollen wir auch den Schlamm oder den Wintern beten, neigen heute demütig ihre Häupter vor der Macht des Ordens und werden eifrige Neophyten. Der Fundamentalismus hat von jeher seine Stärke aus Scheinheiligkeit und Dummheit bezogen. Noch nie zuvor in der Geschichte hatte er so viel, aus dem er schöpfen kann. Doch was kann der gewöhnliche Mann in so turbulenten Zeiten tun? Seine Integrität und Würde bewahren? Nicht mehr, nicht weniger. So, was mit dem Buch? 1340, Sommer. Als wären die Männer von Hackermanns Heiligen Armee in der Nähe meines Anwesens stationiert. Die Offiziere spielen Tag und Nacht mit Würfeln. Ein interessantes Spiel. 1340, Herbst. Zwerge ziehen in die große Schlacht mit Nilfgaard gen Süden. Der gute alte Molnar schenkte mir einen Satz Würfel. Er wollte mich wohl für alle Spiele entschädigen, die ich verloren habe. 1340, Winter. Die Reise nach Visima hat sich gelohnt. Ich habe im Gasthaus ein städtliches Sümmchen gewonnen. War ein Jammer, dass nicht die Einheimischen mit mir spielen wollten. Ich musste lernen, öfter zu verlieren. 1341, Frühling. Die Erdewürfel haben mir ein Vermögen gekostet, aber ohne sie wäre meine Sammlung nicht vollständig. Hin und wieder kann ich jemanden überreden, eine Partie mit mir zu spielen, aber ich denke, ich muss wieder in die Stadt. 1341, Herbst. Verdammtes Pech, ich habe Vaters Land verkauft. Sobald ich wieder gewinne, kaufe ich es wieder zurück. 1342, Frühling. Ich habe gehört, dass eine Bande Deserteure durch die Gegend ziehen soll. Ich glaube nicht, dass es in dem armen Dorf oder meiner bescheidenen Hütte etwas Interessantes für dich gibt. Schließlich haben wir nichts Wertvolles hier. Vielleicht an einem Würfelspiel interessiert werden? Ich denke schon. Jeder Würfel. So. Ist noch irgendwas Interessantes? Ich glaube, ich würde den Runenstein tatsächlich kaufen. Wir haben es ja. So. Die Runen brauche ich. Das Bier brauche ich auch nicht. So. Wiedersehen. Schwester. Seid ihr hier, um zu sterben?
Hoffe, der Kampf hört nicht auf. Krankenhaus gehen hier. Lasst euch in Ruhe. Könnt ihr so lange kämpfen, wie ihr wollt. Ich will einfach nur in dieses scheiß Krankenhaus. Kein Deal. Schade. Ich will doch nur in dieses scheiß Krankenhaus hier rein. Ich erinnere mich schon, dass es hier absurd war, wie viele Leute man hier rumbrachte, aber das ist hier, das nimmt ja wirklich kein Ende. Da kommt schon wieder die nächste Welle. Ich schlitze euch auf, haariger Affe! Angreifen, weil die in irgendeiner seltsamen Zone ist. Oder? Thank you.
so, wenn man denkt, jetzt könnte es vielleicht mal vorbei sein. Vom Tiefst. Ja, ne? Ich weiß nicht so, dass die gefährlich sind oder sowas. Aber einfach nur nervig, weil das hört nie auf. Idee. Schwester? Ist deine andere Kollegin auch noch da? Okay. Wir nutzen jetzt mal den Hintereingang hier. Ist abgeschlossen. Großartig. Ich schätze, das Gemetzel geht weiter. Hier irgendwie durch diesen Vordergang rein. Und jetzt treffen wir die nicht mehr. Abgeschlossen. Komm mal. Jetzt wird's aber ein bisschen lächerlich hier. Für den Moment seid ihr sicher. Wir handeln oder wir gehen unserer Wege. Man sieht sich. Hier geht's auch nicht weiter.
Hier ist auch nichts. Kommen die ganze Zeit von irgendwo die Typen her. Ihr Menschen macht immer alles kaputt. Deine Leute auch, Mann. Schnell! Es ist gefährlich. Da irgendwie sind alle Türen im Krankenhaus zu. Und hier bin ich im falschen Haus, ups. Oben warten wahrscheinlich noch mehr von denen auf uns. Ich würde mal sagen, wir machen. Records. Hier oben warten nicht noch mehr von denen auf uns. Täuschend. Das hier ist das Krankenhaus, aber irgendwie kommen wir nicht rein. Wir werden das weniger zumindest, habe ich den Eindruck. Oh. Ja. Danke. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Ja, ich bezweifle, dass diese Schlechter uns verschont hätten. Es war mir ein Vergnügen. Was nützt dieser Krieg, wenn die anständigen Bürger wie Simas am meisten darunter leiden? Die meisten Stadtbewohner sind weder für den Orden noch für die Elfen. Sie wollen nur Frieden. Zeit für Entscheidung. Ein Wendepunkt. Ich habe meinen Weg gefunden. Es lohnt sich nicht, für Ideale zu sterben. Schon gar nicht, wenn sie auf Hass basieren. Ich wählte die Neutralität. Ich bin ein Hexer. Meine Entscheidung gefiel keinem. Komm ins Krankenhaus. Das ist scheiße. Können wir euch helfen? Wir haben viel Arbeit, aber wir finden Zeit für euch, falls ihr uns darum bittet. Aber nicht jetzt. Shani würde uns umbringen. Dann sehen wir uns später. Willkommen. Ihr habt ein Krankenhaus eingerichtet. Gut bemerkt. Habt ihr einen Moment Zeit? Ich habe alle Hände voll zu tun. Außerdem bin ich eures Vertrauens offenbar nicht würdig. Wovon redet ihr? Von Alvin. Ihr habt sehr deutlich gemacht, wer das Vertrauen eines Hexers verdient und wer nicht. Mit wem ihr von Zeit zu Zeit ins Bett steigt und wem ihr ein Kind anvertraut. Aber... Genug. Die Verwundeten brauchen meine Hilfe. Meister, seid ihr ein Hexer? Bin ich. Was gibt's? Meister Geralt, die Bestie ermordet die Leute. Was ist passiert? Die Striege tauchte beim Turm auf. Ich wurde geschickt, einen Hexer zu holen. 5 Soldaten mussten schon ihr Leben lassen. Helft uns. Welcher Turm ist es? Der höchste in diesem Viertel. Der, den die Skoyatel in Brand gesteckt haben. Okay, ich kümmere mich darum. Warum warten wir?
Aber wie gesagt, Shani kümmert sich um alle, sowohl Zwerge als auch Menschen. Aber nehmen die Wolfshörner mit. Da sind wir ganz frei. Ich bin so müde. Wir werden alle sterben. Oh. Müßiggang macht mich gereizt. Tut, was ihr tun müsst. Wir unterhalten uns später. Aha. Aber wenigstens unterhalten wir uns noch irgendwann später und ich kick mir aus den Augen. Okay. Geht doch zu eurer scheiß Hexe. Ja, okay, keine Ahnung. So, der Turm. Geht's nicht weiter? Ups. Es ist ein, ich wollte gerade sagen, ein Dead End, aber gibt's im Deutschen das? Was ist das Wort, wenn wir eine Straße haben, die im Leben nichts endet? Gab's da irgendein fancy Wort für? Onyx? Nur Turm da hinten ist auch noch ein Turm. Vielleicht ist der ja gemeint. Den kämpfen wir jetzt so weit, wie es geht, aus dem Weg, weil wir haben ja eben gesehen, wir können eine Weile lang mit denen kämpfen und kommen immer noch wieder mehr Dullis. Und hier die armen Leute versuchen irgendwie dahin zu existieren. Der Soldat folgt mir. Also, hätte den Turm hier, Soldat? Meint die Striege wäre verwandelt gewesen? Da liegen noch jede Menge tote Elfen. Der Soldat jetzt hin. Ach, der sollte mich hierher bringen. Ja, hier. Bitte mich irgendwo hin? Das ist keine Striege. Ich bin auch nicht sicher, was zum Geil das ist. Endlich ist das Ungeheuer tot. Warum seid ihr hier? Ich hörte, die Soldaten kämpften gegen eine Striege. Daher wollte ich Vizimas berühmte Striegenprinzessin selbst einmal sehen. Das ist zwar keine Striege, aber dennoch interessant. Werdet nicht zu euphorisch, Kalkstein. Ich werde diese Soldaten dafür bezahlen, dass sie die Überreste in mein Labor bringen. Und später werde ich... Moment. Wenn das keine Striege ist, was dann? Eine Kombination aus Alchemie, Genetik, Biologie und schwarzer Magie. Ein Mutant wie ihr. Ich kann es kaum erwarten, mir das näher anzusehen. Wie ich? Ähnlich. Magie und Alchemie beschleunigen die Mutation. Die Nebenwirkungen sind praktisch unkontrollierbar. Es ist höllisch schnell und stark. Um mehr zu erfahren, müsste ich es sezieren. Ich denke, ich weiß, wer dahinter steckt. Wisst ihr, woher es kam? Die Soldaten sagten, es kam aus dem Friedhof im Sumpf. Nehmt diese Schriftrolle. Sie enthält die Formel für einen mächtigen Trank, der euch hilft, die Striege zu bekämpfen. Die Salamandra werden kühner. Beschleunigte Mutation und Experimente an Menschen sind eine schmutzige Sache. Und alles basiert auf gestohlenen Hexergeheimnissen. Die ihr seit Jahren hütet, ohne der Versuchung zu erliegen. Herzlichen Glückwunsch. Na gut, aber was ist mit dieser Striege? Wenn sich die Soldaten irren,
Ich hörte Gerüchte über gewisse Ereignisse im Sumpf. Was für Gerüchte? Macht schnell. Es heißt, in der alten Kapelle dort wurde eine Leiche gefunden, auseinandergerissen. Der Dickdarm soll 1,5 Meter lang gezogen gewesen sein, die 6,5 Meter Dünndarm darum gewickelt. Das reicht. Danke. Tja, wir sehen nur zu, unser Hexagramm ist benutzt worden. Großartig. Geralt? Habt ihr von Rabes Rüstung gehört? Eine interessante Legende. Ein Wissenschaftler könnte viel über Gnomentechnologie daraus lernen. Könntet ihr Rabes Rüstung nachbauen, wenn ich euch die Komponenten bringe? Ja, aber ich brauche ein paar Sachen. Die Rüstung von Graf Kobos Ruita, der in der Schlacht von Brenna fiel. Sein Leichnam liegt samt Rüstung in einer Gruft auf dem Friedhof. Der Friedhof im Sumpf. Kobos Ruita. Kein Problem. Noch etwas? Die Schriftrolle eines Elfenmeistersängers. Versucht es auch dafür auf dem Friedhof im Sumpf. Das Grab eines Elfenmeistersängers plündern. Was noch? Ebenfalls im Sumpf findet ihr eine alte Mine. Sucht darin einen Stein, der empfindlich auf Magie reagiert. Ich kenne einige Zauber. Wenn ihr die korrekte Abfolge von Zeichen benutzt, öffnet der Stein einen geheimen Durchgang zum Versteck der berühmten Zauberin Agnes von Glanville. Interessant. Hütet euch aber vor Ungeheuern, die sich dort eingenistet haben. Wenn ihr das Versteck erreicht, findet ihr eine magische Formel in einer Truhe. Bringt mir diese Formel und ich fertige euch die Rüstung des Hexers an. Welche Zeichenkombination sollte ich benutzen? Art, Igni und dann wieder Art. Aber verrat das niemandem. Und natürlich brauchen wir Rabes Rüstung. Okay. Gut, dass er so gut über alles informiert ist. Geralt. Der König will, dass ich mich um die Strege kümmere. Einst interessierten mich Vampire. Leider konnte ich nie ein lebendes, ich meine, ein untotes Exemplar untersuchen. Um die Striege zu besiegen, müsst ihr eine Nacht in der Nähe ihres Verstecks überleben. Ich empfehle euch, Waffenfette zu besorgen, besonders Argentia und Zinfridöl. Eure berühmten Hexerzeichen sind ebenfalls nützlich. Irden hält die Prinzessin kurz auf. Sollte sie Amok laufen. Wollte er mir nicht eine Schriftrolle gegeben haben? Kann sein, dass ich mein Inventar voll hatte und deswegen die Schriftrolle nicht bekommen hatte. Das, was ich unbedingt verkaufen muss, also vielleicht ein paar Giftdrüsen. Na gut. Später. Huch. Das ist ein falsches Schwert. Jetzt haben wir das Problem wieder. So, ich brauche funkelnden Staub, brauche ich nicht mehr. Und ich muss eben hier auf den Boden gucken, ob ich da irgendwie die Schrift mal auf den Boden abfallen lassen. Da. Ein Trank, das im Striegenherz gewählt wird. Ah, gelogen. Ich hab mir nur was für einen Trank, dass ich daraus was herstellen kann. Das bringt mir auch einen Keks. Na gut, wir werden jetzt hier die Folge beenden. In der nächsten werden wir uns versuchen, einen Weg in Richtung Sumpf zu bahnen. Ja, wir sind jetzt hier am Turm. Haben wir hier noch Kalksteins Labor? Hier gibt es sogar noch eine Schmiede, die irgendjemand noch
noch am Laufen erhält, irgendwie. Nicht sicher wie genau, aber irgendwie. Und dann wollen wir uns Richtung Sumpf begeben. Dafür müssen wir, glaube ich, durch dieses Loch in der Mauer in den nächsten Stadtteil und dann geht's da weiter. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.